Düster ist's hier. Aber was mag uns hier erwarten? Willkommen zurück auf Deponia. Was haben wir hier? Phosphorspuren. Vielleicht führen sie ja noch weiter. Sieh mal eine an. Sie führen noch weiter. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Genau. Versuch es mal zu bewegen. Wie bei Gizmo. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Oh, es hat sich nicht gerade bewegt, als wir geblinzelt haben. Das wundert mich. Das soll Goals Backup-Bewusstsein sein. Aber ihre wichtigste Erinnerung fehlt. Ich. Genau. Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Wer wirft denn sowas weg? Kann man auch noch gebrauchen. Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Da ist was dran. Ein Strohhalm. Ein robuster Strohhalm mit einem Loch in der Mitte. Nach sowas greife ich doch immer wieder gerne. Was man nicht alles für Schätze auf Deponia findet, ja? Haben wir noch was? Au! Au! Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir wirklich alles haben. Au! Ah! Moment mal! Au! Ja, aber Rufus, vielleicht hier! Au! Ah! Ja, ich glaube, du näherst dich. Au! Ah, schade. Na gut, dann halt nicht. Tja. Du bist wohl auch so ein Monster, Rufus. Na bestens. Ab in den Kabelschacht. Oh ja, der Wal. Boah, ein echter Wal. Ich hab mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Der Wal sieht hungrig aus. Ein echter Wal. Boah, ein echter Poki. Zu diesem Screen gibt es eine kleine Anekdote aus einem Bereich, der sonst viel zu wenig besprochen wird und in solchen Entwicklerkommentaren sonst klassischerweise eigentlich viel zu kurz kommt. Und zwar aus dem Bereich Quality Assurance, und zwar da, wo die Spiele getestet werden. Denn als sich die Produktion von Deponia, dem ersten Teil, ihrem Ende neigte, tauchte doch tatsächlich eine höchst merkwürdige Fehlermeldung in unserem Bug-Reporting-Tool auf. Das Ulkige war aber weniger eigentlich, also eigentlich der Name war halt unglaublich ulkig. Das Ulkigste daran war aber, dass jeder von uns Skriptern, also ich habe dann zu der Zeit auch schon wieder mitgeskriptet, war mit einem anderen durch, Texte, Sprachaufnahmen und so weiter, ganz genau wusste, was damit gemeint war. Und zwar, der Name dieser Fehlermeldung stand schon im Titel dieses Tickets und der hieß Wahl weg, trotzdem fishy fishy. Wir wussten ganz genau, was gemeint war. Ich erinnere mich an die Geschichte, die hat er damals auch erzählt. Das ist schön. Schön, wenn man die Entwicklerkommentare dann doch schon mal gehört hat, ohne sie hier im Spiel jemals gehört zu haben vorher. Ach, wundervoll. Wahl weg, trotzdem fischi fischi. Das ist ein Avialflansch. Warum nicht? Kann man immer gut gebrauchen. Vielleicht sollten wir da mal was aufhängen. Zum Beispiel leuchtende Phosphorzuckerwatte. Komm, Fischi Fischi. Komm her, Fischi Fischi. Oh, ist wohl auf Diät. Oh, wie wär's mit Golds Bewusstsein? Lieber nicht. Na gut. Wie wär's damit? Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Du wirst dich doch nicht an den letzten Strohhalm klammern. Das ist ein Weichenritzel. Ach so. Was haben wir denn hier?
Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. In cool. Einer meiner Lieblingssprüche übrigens aus dem Spiel. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. Ich muss zwar, aber das muss anders gehen. Aber wie? Wie nur? Sollen wir den Wal anleuchten? Er sieht mich auch so gut genug. Zumindest schaut er direkt in meine Richtung. Wie eine Katze, die sich zum Sprung bereit macht. Ich mag Katzen. Aber mag er vielleicht auch leuchtende Phosphorzuckerwatte? Komm, Fischi, Fischi. Puh. Ist wohl auf Diät. Komm hier, Fischi, Fischi. Der Wal sieht hungrig aus. Sie schimmert leicht im Dunkeln. Sehr schön. Hey, Fischi, Fischi. Zum Angeln bräuchte ich erstmal einen Köder. Das ist wahr. Keine Chance. Ich werde bis... Ein Rambock wäre mir lieber. Da ist was dran. So, was haben wir noch für Optionen? Zum Angeln bräuchte ich erstmal ein... Haben wir hier eventuell noch irgendwas übersehen? Vielleicht sollten wir mit dem Stock noch mal ein bisschen den Nadelhaufen durchwühlen. Das nennt man Mülltrennung. Hier ist der Haufen für die Nadeln. Der Haufen für den Rest ist, naja, überall anders. Okay. So, also wir brauchen jedenfalls einen Köder. So viel ist klar. Die Phosphorzuckerwatte hat Rufus gegessen. Die scheint als Köder schon mal aus. Und gemerkt uns, dass es gar nichts gebracht hat. Aber wir haben halt immer noch den Stock davon. Und das... legt die Vermutung eigentlich nahe, dass wir eventuell uns nochmal was holen können, oder? Weil sonst wüsste ich nichts mehr. Wenn wir im Candy Shop nichts haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß es dummerweise nicht mehr. Aber es macht ja Sinn, dass der Wal vielleicht eher auf Fisch steht. Vielleicht können wir uns nochmal eine Sardelle mit Dellen ziehen oder so. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Ha, einmal Sardelle mit Dellen. Oh cool. Ich habe da sogar zwei Stöcke, wenn ich damit fertig bin. Wir nehmen uns aber Phosphorzuckerwatte mit. Wenn wir schon mal dabei sind. Wer weiß, wozu wir sie brauchen. Ich glaube, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Vielleicht steht der Wal aber auch auf Calzone. Mein Kämpferkodex verbietet mir unnötiges Blutvergießen. Ich tue den Organons mal den Gefallen... und gehe ihnen aus dem Weg. Na gut. Na gut. Ein Schritt weiter und das Gemetzel beginnt, ne? Na schön. Komm hier, Fischi, Fischi. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Warte mal, dann können wir die Sardelle doch bestimmt... Hier, Phosphorspur. Ah, boah, sieht das appetitlich aus. Okay, wenn das den Wal nicht anlockt, dann weiß ich auch nicht. Moment. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar... Ja klar. Das hat auch einen bestimmten Grund. Es werde Licht. Ah, jetzt aber. Komm, Fischi, Fischi. Komm hier, Fischi, Fischi. Hier bin ich. Hinter dem gesprungenen Fenster. Dummes Viech. Komm, Fischi, Fischi. Na, Wal ist weg, aber kein Fischi, Fischi mehr. Na gut. Hey, Poki. Oh. Das hier kommt uns doch bekannt vor. Aber reden wir erstmal mit dir. Ah, und hier
ist dann nun der Screen, den ich vorhin angekündigt habe. Und zwar, Rufus ist durch diesen Schlauch, der halt in Wirklichkeit das Kabel ist, der ehemals die untere Aufstiegsstation mit Elysium verband, bis in diese seltsam anmutende Schrottkaverne gekrabbelt. Aber wenn man genau hinsieht, sieht man tatsächlich schon das, was ich seit jeher vorhatte. Und zwar diese Stahlträgerkonstruktion im Hintergrund hat eine frappierende Ähnlichkeit mit den Tribünen auf dem Hochmoot von Goodbye Deponia, das wir dann tatsächlich nachher besuchen. Ja, wir befinden uns in einem Hochbootwrack. Und dort spielt sich auch eine wunderschöne, eine von den vielen zahlreichen, eine Myriade lustiger Hintergrundanimationen ab. Diese Hintergrundanimation hätte es übrigens fast nicht ins Spiel geschafft, weil irgendeine von unseren Animatorinnen, meine ich, und wenn ich mich nicht ganz komplett irre, war es sogar die Fabia Zobel, die hier tätig war und diese höchst amüsante Animation dort gezeichnet hat, die dann halt wiederum Gunnar und Simone vorgelegt wurden, unseren Oberanimatoren sozusagen, und die gesagt haben, nee, ist das nicht im Style, das ist eigentlich nicht Deponia, das ist halt zu viel. Und glücklicherweise wurde mir die Animation vorher noch, habe ich die durch Zufall gesehen, weil ich mal wieder durch die Räume striff und mir das habe zeigen lassen und habe gesagt, nein, die muss unbedingt rein, die fand ich nämlich lustig. In Style hin oder her. Was Lustiges kommt ins Spiel. So. So muss das auch sein. Was lustig ist, muss einfach hier rein. Huh! Da war sie! Sehr schön! So gehört sich das. Achtung! Hier das Eichhörnchen. Warten wir es nochmal ab, oder? Komm her, Fischi, Fischi! Da ist wieder das Eichhörnchen. Und da fährt es weg. So, okay. Ich mag auch den Schrottmond hier total. Okay, gut. Eine Truhe. Looten wir das Schiff hier, oder? Zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Aber wirklich. Aber mit deinem Strohhalm kriegst du das doch auf. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt da. Na gut. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Na, wen haben wir denn da? Da! Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen! Ich bin unbewaffnet! Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast? Doc, was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus! Ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Bing! Darf ich dafür mein Inventar benutzen? Na gut. Sollen wir uns das hier trotzdem mal angucken? Geht nicht mehr. War ich zu spät. Oh. Was
fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und eine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ah ja. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst... Ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. Gut. Wir sind endlich auf Bosos Kutter angekommen. Ach, wie schön. Und da haben wir einen Schlüssel. Aber ich würde mal sagen, bevor wir hier anfangen zu rätseln, reden wir nochmal mit Poki und dann ist erstmal Schluss für heute. Oh, guckt mal, Familie Boso hier übrigens. Ich mag auch hier, wie du bei dem Baby schon diesen Ansatz von Bart siehst. Das ist wundervoll. Na, endlich sind wir hier auf Bosos Kutter gelandet, dem alten Piraten. Rufus wollte ja eigentlich auch Pirat werden und ist sicherlich auch Pirat. Auch ich wollte früher mal Pirat werden und da ich sowieso noch gar nichts verraten möchte zu diesem Screen, singe ich stattdessen einfach ein Piratenlied. 1, 2, 3 und... An neue Plätze bemannt die Geschütze, dann auf ins Gemetzel und plündert die Schätze. Nur der Captain sollte jetzt schnell unter Deck gehen und erstmal zu Bett gehen und schlafen. Hey, hey, oh, alter Pirat, du hast da noch Reste vom Mittag im Bad. Hey, oh, alter Pirat, wenn wohl ist um 7:30. Hey, nun hebt euren Rot an und trinkt auf sein Wohlsein, bewundert sein Holzbein, da kann er drauf stolz sein. Und Freitag kommt sein Enkel aus Schleswig-Holstein und bringt frisch gewaschene Laken. Hey, hey, oh, alter Pirat, du hast da noch Reste vom Mittag im Bad. Hey, oh, alter Pirat, wenn wohl ist um 7:30. Kiel holen, kann bitte mal werfen, Fräulein Kiel holen. Der Captain muss buken, dann muss sie ihn stoppen, ihn anschließend in seinen Rolli zu wuppen. Zur Gymnastikgruppe um 6 gibt es Suppe und dann wetten das mit dem Lanz. Und dann wetten das mit dem Lanz. Und dann wetten das mit dem Lanz. Nicht gut gealtert, Dessa. Wundervoll. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.